Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 699. Eichhorn-Wanderung am Freitag, dem 18. Februar 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern ich sitze im MDW-Büro. Es ist trübe, Freitagnachmittag, ein bisschen windig und ich sitze hier und lese in einer Partitur, in einer Partiturenserie von Friedrich Zerra. Sie erinnern sich an die gestrige Wanderung. Auch ich bin noch ganz verbunden mit dem Wanderthema von gestern. 7 Spiegel für Orchester. Hier drüben haben wir den Spiegel 4. Hier ist Spiegel 1. Eine Partitur von der Universal-Edition. Und hier ist der Spiegel 3. Eine Partitur, die hier in Arbeit ist bei uns, bei mir. Und wenn ich das heute sehe, dann bin ich immer erstaunt, was in der Zeit, wo ich noch nicht einmal in der Volksschule war, 1960, 61, 62, was hier von Zerra zu Papier gebracht worden ist. Wir haben ja die Klangflächenkomposition dann als Gymnasiasten miterlebt, wenn die Lukas-Passion von Benaresky gespielt worden ist. Wir haben das im Radio gehört, wir haben das in der Zeitung gelesen. Das war neu, aber eigentlich war es schon nicht mehr neu, denn Zerra hatte diese Art von Dissoziation der Linie in die Fläche schon bewältigt gehabt. Wenn man heute diese Partituren anschaut, also hier kann man das vielleicht ganz schemenhaft erkennen, oder auch hier die vielfach geteilten Violinen, Bratschen, es gibt ja 10, 15, 20-fach geteilte Geigen. Jede Linie ein eigenes Geschehen, jedes einzelne Instrument auch im chorisch besetzten Streicherkörper. Ganz, ganz differenziert. Vielleicht, wie wir es vom Schönberg aus den Gurgeliedern, aus der Gurgeliederzeit noch kennen. Aber bei Zerra ist es das Erreichen der Fläche durch das Aufdröseln der Linie in ihre Einzelteile, in der Zeit. Tja, bevor ich jetzt allzu philosophisch werde, ich wünsche Ihnen vielleicht ein paar Minuten Erbauung mit Friedrich Zerra, vielleicht mit Palmgesängen oder mit einem Stück Spiegel oder vielleicht mit einem Solo- oder Kammermusikwerk. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn es geht immer zu Herzen.